Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. So. Oben war irgendwo einer. Wo ballert der? Das bezweifle ich. Ah, da ist er. Halte sie wieder! Munition! Sehr gut, her damit. Achtung! Danke. Keine Zentimeter auf! Shit, wieso hat er denn den Zauber nicht bekommen? Vollladen. Shit, das ist ja irgendwie nicht. Das ist geil. Schätze, aus dem Job für Fink wird nichts. So, erstmal schauen, ob wir hier in dieses Geheimversteck auch in dieser Welt rein können. Oh, Medikits brauchen wir aber nicht. Und da lagen noch ein paar Dietriche und etwas Geld. Ja, in dieser Welt ist das auch schon geöffnet. Das finde ich sehr schade. Hätte ich gerne nochmal abgestaubt. Dann hätte ich auch eben gar nicht zurückrennen müssen. Hätte ich das direkt hier sehr wahrscheinlich in dieser Welt öffnen können. Könnte ja keiner ahnen. So, auf ins Restaurant von dem. In den Waffenladen. Weil ein Waffenhändler. Was denn du? Hörst du irgendwas? Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Sehr gut. Booker, da! Der Schrein! Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Wo ist Buddha hin? Verdammt nochmal. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier! Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen sehr gefährlich! Warten unten bei Mrs. Lin! Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe! Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Nicht gut, sehr wahrscheinlich. Dann gehen wir mal nach unten. Schauen, ob da seine Frau ist. Heile meinen Mann! Beruhig
Beruhige seinen Geist. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, Ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann, vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Ah, und hier in dieser Welt wird wahrscheinlich auch der Bereich nicht zu barrikadiert sein. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Nee, du zerreißt hier das Raumzeitgefüge. Das ist gar nicht gut. Aha, keine Kisten davor. Falls du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Warum fehlt hier ein Stück Finger? Gute Frage. Das können wir wieder mal nicht upgraden. Und hier gibt's sonst auch nichts Wichtiges. Dann geht's weiter. Oh. Bitte sehr. Dankeschön. Die Deckung bauen wir uns mal auf. Na dann? In Ordnung. Guter Weg, Kerl. Headshot. Ja, bitte sehr! Danke dir. Es ist Ihr Zuhause. Wer, wenn ich Sie sonst... Was haben wir denn hier? Panzerfaust. Lecker Birnchen. So, da müssen wir lang wahrscheinlich. Aber bevor wir da... Sieht komisch aus. Oh. Columbia Authority. Aha. Auf nach Shantytown.
Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Ach, klar. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Ich brauche gar keine Waffen von dem Waffenhändler. Sie ist die Waffe. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten. Aber Daisy Fitzroy sagt, es gibt einen anderen Weg, und zwar schon sehr bald. Also es sieht nach dem Armenviertel aus hier von dem... Ja, ist da irgendwas entdeckt? Fink ist schuld am Zustand dieser Leute. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Wir könnten direkt zu der Polizeistation gehen. Oder wir sehen uns in der Bar um. Was meinst du? In der Bar umsehen, würde ich sagen. Erst immer das andere machen. Sonst verpasst man noch irgendwas Cooles. Hau ab, du Penner! Du Dieb, verdammt! Ja, ich spreche das bei der Konferenz an. Halt sie ab! Ich hab doch nur den Dietrich gestohlen. Blut. Was? Wer sagt das? Oh, Infusion, sehr gut. Genau das, was wir jetzt brauchen. Panzerschrott. Bevor wir hier in den Club reingehen, würde ich sagen, machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.